So, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Minecraft. Einfach so. Und heute geht es um ein Thema, das ich euch schon seit zwei Folgen versprochen habe und immer wieder irgendwie ein bisschen was dazwischen kam. Heute geht es um das Thema Filme. Welche Filme ich mag, welche Filme ich nicht mag, welche Art von Genre mir gefallen und so weiter und so fort, was ich darüber denke. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann ganz, ganz kräftig in den Kommentaren unten ein bisschen mitredet und mir vielleicht auch den einen oder anderen Filmvorschlag macht, den ich vielleicht noch nicht kenne oder nicht erwähnt habe. Was ich natürlich auch schön finden würde, wäre, wenn ihr eventuell heute einen Film entdeckt oder hört, von dem ihr sagt, oh, den kannte ich noch gar nicht, vielleicht gucke ich mir den mal an. Das ist eigentlich so das Hauptziel heute. Also zumindest über das, was wir sprechen, über das, was wir machen, da müssen wir jetzt gerade mal gucken. Ich muss mich noch einmal schnell orientieren, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, wir sollten jetzt einfach mal... Wir haben das. Einfach mal noch ein paar Diamanten suchen gehen heute. Genau, das wäre vielleicht ganz gut. Warte mal, bin ich denn überhaupt ausgerüstet? Ich gehe hier einfach los, habe nichts irgendwie mit dabei. Aber ich muss erstmal mein Inventar wieder sortieren und dann gehen wir gleich los. So, zum Thema Filme fangen wir am besten gleich damit an, weil so viel Zeit haben wir nicht. Fällt mir übrigens ein, ich habe die Zeit gar nicht gestoppt. So. So. Wir fangen mal an mit den Filmen, die ich nicht so gerne mag. Wo ich denke, ach, also es hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, dass es diesen Film gibt. Habe ich zwar gesehen, aber hat mich jetzt nicht wirklich weiter fasziniert. Vielleicht denkt ihr natürlich auch anders darüber. Das dürft ihr auch. Jeder hat seine Meinung. Das ist ja nur meine Meinung. Und zwar mag ich Filme nicht, die... Vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr die Zielgruppe. Aber die so einen ganz, ganz, ganz tiefen Humor haben, sage ich jetzt mal. Die so ganz weit unten ansetzen in der Ethikleiste. Dazu gehört zum Beispiel... Das ist jetzt nur ein Beispiel. Sowas wie American Pie oder so. Also ich weiß noch, ich habe das früher relativ gerne geguckt. Ich glaube, ich bin einfach aus der Zielgruppe raus mittlerweile, sodass das nicht mehr so das ist, was ich gerne mag. Kann natürlich sein, dass ihr das gerne mögt. Das ist ja auch okay und legitim. Aber meins ist es nicht. Genau. Wo habe ich das? Ich habe mir eine lustige Liste geschrieben. Ist die stimmt? Die habe ich euch ja letztes Mal schon gezeigt, damit ich mich ein bisschen zurechtfinde hier. Ja, genau. Oder was ich letztens auch gesehen hatte, das auch so in die Sparte reinkommt, war Bad Neighbors. Den Film habe ich zwar angefangen, aber dann irgendwann in der Mitte mal ausgeschalten. Ich glaube, so nach einer halben, dreiviertel Stunde, weil ich einfach dachte, nee, muss nicht unbedingt sein. Ist nicht so meins. Ja, so, das ist mal zu den Filmen, die ich jetzt eher weniger gern mag. Jetzt mal zu den Filmen, die ich sehr, sehr gerne mag und sehr, sehr gerne schaue. Das fangen wir mal am besten an mit meinen absoluten Lieblingsfilmen, die ich wirklich über alles liebe. Und da kommt das jetzt echt komisch, wenn ich euch jetzt den ersten Filmtitel sage, weil das eigentlich auch ein Film ist, der ziemlich krassen Humor hat. Aber eben nicht so unter der Gürtellinie, sondern eher so in Richtung schwarzer Humor. Und das finde ich halt richtig lustig. Und zwar liebe ich den Film einfach über alles. Ich habe ihn auch schon 20 Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich hoffe, ihr kennt ihn. Der heißt Shaun of the Dead. Und das ist ein, eigentlich ein Horrorfilm, es geht um Zombies, aber die haben das so lustig gemacht, das ist ein Horrorfilm-Komödie. Scheiße, ich habe hier nichts mit dabei. Und der ist einfach so schwarzhumorig und einfach total witzig. Also wer ihn noch nicht kennt und ich glaube, der ist ab 16 oder ab 18, unbedingt mal angucken, weil der ist echt eine Empfehlung von mir. Hammerfilm. Total witzig gemacht. Also es geht um eine Gruppe von Leuten, die versucht, in der Zombie-Apokalypse zu überleben. Aber halt so witzig hat man das noch nirgendwo anders gesehen in keinem Film. Gut, Zombieland ist natürlich auch ein guter Streifen. Den kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Aber Shaun of the Dead ist da nochmal ein bisschen anders. Ist ein britischer Film, britischer Humor. Aber richtig geil gemacht. Ja, und der zweite Lieblingsfilm, den ich habe, das ist ein bisschen noch was anderes. Ein ganz anderes Genre eigentlich. Und zwar ist das American Beauty. Warum ich den Film so gut finde, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, ich habe den früher mal angeschaut, als ich noch etwas jünger war. Und ich fand den einfach von... Ich fand den einfach super. Der hat also lustige Parts, der hat traurige Parts. Er hat eine etwas abstruse Geschichte, sage ich jetzt mal. Es sind viele abstruse Charaktere.
Es ist so ähnlich, also es hat eine Ähnlichkeit ein bisschen mit Desperate Housewives, nur als Film, finde ich. Und vor allen Dingen halt, was ich daran am meisten mag daran, ist eben, dass Kevin Spacey mitspielt und das ist halt einfach mein absoluter Lieblingsschauspieler. Vielleicht bin ich deswegen auch ein bisschen befangen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so wie bei Shaun of the Dead, wo ich sagen würde, es ist eine Empfehlung für jedermann. Den Film muss man schon mögen. Und ich denke auch, der ist jetzt nicht unbedingt für jüngere Leute gedacht. Dann schon eher so 20 plus oder so. Der hat schon, da ist schon ein bisschen so. Es ist ein tiefsinnigerer Film, sage ich jetzt mal, mit anspruchsvolleren Dialogen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also das bedeutet jetzt auf keinen Fall, dass irgendwie, weil ich jetzt gesagt habe, hier so anspruchsvoll und so, dass Jugendliche dumm sind. Aber einfach die Themen sind, glaube ich, nicht so interessant für jüngere Leute. So, ja, genau. Denke ich mal. Okay, das dazu. Dann kommen wir mal weiter. Muss ich mal meine Schlangenliste gucken. Hier kurz aufhören mit Farmen. Und zwar, genau, was ich total liebe, also jetzt so vom Genre her, was ich wirklich richtig gerne gucke. Und da wäre ich euch super dankbar. Oh, Lava. Super dankbar, wenn der ein oder andere mir vielleicht, weil ich da schon ziemlich viel gesehen habe und einfach nicht glaube, dass es da noch was Neues gibt, noch eine Filmempfehlung aussprechen könnte. Und zwar geht es um das Genre Found Footage. Das bedeutet, für all die es nicht kennen, das sind diese Filme, ganz, ganz, ganz berühmter Vorreiter, zum Beispiel Blair Witch Project, mit dieser Wackelkamera, wo einfach Leute sich quasi selber filmen, während sie etwas erleben. Viele mögen das Genre nicht, einfach weil sie sagen, oh toll, immer dieses Gewackle und da hat man kein richtiges Bild und ist scheiße und so. Aber ich finde es, also es gibt viele richtig gute Vertreter, die ich auch sehr, sehr gerne schaue. Hab mir auch welche aufgeschrieben, die ich hier am allertollsten fand, damit ich das, weil ich ja, wenn ich hier rede und Ding und dann vergesse ich alles und deswegen habe ich mir aufgeschrieben, dass ich ja nicht vergesse. Zum Beispiel Grave Encounters fand ich ein richtig guter Vertreter dieser Art, der war richtig toll und gruselig vor allen Dingen. Dann eben natürlich Blair Witch, kennt sowieso jeder von euch, da brauche ich gar nichts mehr sagen. Die einen finden ihn total scheiße, die anderen finden ihn total geil. Man muss es halt mögen. Es ist so ein Genre, das muss man mögen lassen. Dann, was ich richtig, richtig geil fand, also ein Film in diesem Genre, ist Wreck. Da geht es um ein Haus. Also quasi, da ist eine Reporterin, die interviewt die Feuerwehr. Die will so ein ganz normales Interview machen und dann plötzlich mitten in der Nacht geht der Alarm los und die Feuerwehr wird halt zu diesem Haus gerufen, in dem angeblich halt verrückte Dinge vor sich gehen. Und dann läuft halt die Reporterin mit, weil die ist ja sowieso schon da, will ja Interviews mal mit den allen und so und filmt das Ganze dann so ein bisschen. Und dann stellt sich halt raus, dass in diesem Haus, also da brennt es nicht, sondern da sind so ganz komische Gestalten, so Zombie-ähnlich irgendwie. Und die Menschen da, die sind halt alle total crazy durchgedreht irgendwie in dem Haus und versuchen alle anderen Menschen, die da noch drin sind, voll abzuschlachten. Und ich finde halt den Film richtig, richtig gut gemacht. Also der hat so viele Schrecksekunden, wo man echt da ist und ach du Scheiße. Und ich bin eigentlich nicht so besonders schreckhaft, aber da waren schon so ein paar Szenen dabei, wo ich dachte, hoi, da habe ich mich jetzt aber erschrocken. Also der ist wirklich für alle ab 18. Warnung, für alle ab 18. Der Film ist ab 18, glaube ich. Oder ist er ab 16? Nee, ich glaube, der ist ab 18. Könnt ihr mal selber nachgucken. Wer ihn noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken. Der Film ist geil. Allerdings gibt es, da muss ich auch gleich dazu sagen, es gibt ja Rec 2, 3 und 4 mittlerweile. Rec 2 war noch so, ja, hat so die Geschichte vom ersten Teil noch so ein bisschen ergänzt, so ein bisschen weitergeführt, war ganz okay, nicht mehr so gut wie der erste, aber war anschaubar. Der dritte Teil war dann so eher so, und der vierte Teil, den würde ich niemandem empfehlen, niemandem. Also wirklich ganz ehrlich, wir haben uns den zu zweit angeschaut und wir saßen beide lachend auf dem Sofa, wir haben uns gekugelt, weil einfach die Geschichte so an den Haaren herbeigezogen war, die Effekte waren so schlecht, die Dialoge waren furchtbar, die Schauspieler, es war einfach alles grausam. Also es war mehr eine Komödie als ein Horrorfilm und das war, pff, nee. Also den ersten sehr gerne, den zweiten, jawohl, dritter so, und vierter, auf keinen Fall. Außer wenn ihr mal einen voll lustigen Abend irgendwie erleben wollt mit Freunden oder so ein Bierchen trinken und euch einen Film angucken, der total witzig ist, dann guckt euch diesen Horrorfilm an. Aber ansonsten lasst es bleiben. Genau, so viel zu REC. Wird übrigens geschrieben REC. Genau, so wie wenn man mit der Kamera aufnimmt und immer oben dieses Zeichen da ist, REC. Genau. So, was haben wir denn dann noch? Paranormal Activity, natürlich. Paranormal Activity habe ich total gerne geguckt. Muss ich auch sagen, fast alle Teile, bis auf den letzten, jetzt glaube ich, die gezeichneten hieß der.
ähnliches Phänomen wie bei REC 4, wo man einfach denkt, soll eigentlich ein Horrorfilm sein, aber ist eher irgendwie lustig. Aber der erste Teil natürlich, aber das, ich glaube, bei Paranormal Activity muss ich euch gar nichts mehr erzählen, den kennt sowieso jeder, das ist so wie Blair Witch Project, das ist einfach ein Film, den hat jeder gesehen. Aber wirklich richtig gut gemacht und mal was ganz Neues irgendwie. Also nicht dieses 0815 Geisterhaus und keine Ahnung, sondern halt mit diesen besonderen Kameras. Das ist echt toll. Und ich mag es vor allen Dingen, weil man das, gerade bei Paranormal Activity ist es richtig gut gelungen, weil da spielt sich der meiste Horror eigentlich in euren Köpfen ab. Also du siehst wirklich im gesamten Film kein Blut oder sonst irgendwie, sondern das ist alles in deinem Kopf drin. Und ich finde, der Horror, der sich im Kopf selber abspielt, in deiner Fantasie, der ist nochmal 10-mal schlimmer als der normale Horror, den du so auf der Leinwand siehst, den du nur konsumierst. Und wenn du dir das alles selber vorstellst, dann ist das noch viel, viel krasser. So geht's mir. Also diese Psycho-Sachen, die sind da schon, ja. Da fällt mir übrigens gerade noch ein Film ein, wo es so ein bisschen Psycho ist. Den habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber ich sage ihn trotzdem. Und zwar ist es Fall 39, ein Film, in dem es um ein kleines Kind geht, das irgendwie ausgeschlossen wird von den eigenen Eltern oder von den Stiefeltern oder weiß nicht mehr genau. Das ist schon etwas länger her. Und dieses Kind ist halt ziemlich crazy drauf. Also sage ich jetzt mal, ist ein bisschen untertrieben. Das Kind ist, ja, aber da müsst ihr euch selber angucken. Da würde ich jetzt nur spoilern und das will ich auf keinen Fall machen. Mist, ich hätte noch vorher sagen sollen, dass es hier keine Spoiler geben wird, dass ich mich da bemühe, dass ich dann, weil das hasse ich auch, wenn ich, kennt ihr das auch, wenn ihr euch einen voll guten Film angucken wollt und dann ein Kollege daneben sitzt und von wegen, oh, den kenne ich schon, da passiert das und das und das und das und ihr denkt euch so, boah, danke, danke, vielen Dank, voll für den Arsch jetzt, dass ich mir diesen Film noch ansehe. Kennt ihr das? Ja, also ich kenne das, ich habe das schon öfter erlebt. Ist total blöd und deswegen passe ich da auch immer auf. Dass ich auch bei Serien oder so, ich möchte einfach nicht gespoilert werden, habe ich keinen Bock drauf. Genau. So, jetzt geht's weiter in unserer Liste. Wir haben jetzt auch schon die 10 Minuten durch. Genau. Der nächste Film, den ich euch auch wirklich empfehlen kann. Mein Monitor ist so dunkel irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich sehe kaum was. Ist ein Film, den ihr wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht kennt, weil der relativ unbekannt ist, aber das ist so ein, würde ich mal sagen, also es gibt so bestimmte Filme, die sind so Schätze einfach. Die findet man durch Zufall, weil man irgendwie mal, keine Ahnung, im Internet mal so einen Satz gelesen hat, wo dieser Film dabei schon denkt sich, boah, gucke ich mir mal an, ist jetzt nicht so bekannt. Und die sind dann einfach geil. Und das finde ich natürlich auch am schönsten, weil sich so ein Film raussucht, von dem man nicht weiß, dass er geil ist und er sich im Nachhinein als geil rausstellt. Das war bei Afflicted der Fall. Also Afflicted mit A geschrieben vorne, genau. Da geht's um eine Gruppe von Jungs, die wollen eine Reise machen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, in welches Land, keine Ahnung, das habe ich vergessen, das war eher weniger wichtig. Und im Laufe dieser Reise passiert dann eben etwas mit einem von diesen, drei oder vier waren es, glaube ich. Wie gesagt, kein Spoiler, aber es ist richtig, also das ist etwas, was man so bis dato in dem Film so noch nicht gesehen hat. Und es ist richtig gruselig. Es sind richtig viele Schocker mit dabei. Dadurch, dass es ist wirklich realistisch gehalten. Also es geht dann zum Beispiel nicht nur darum, dass sie einfach irgendein Video machen für irgendwann mal einen Film oder so, keine Ahnung, sondern die stellen das dann auch online, auf so einer Plattform wie YouTube quasi, weil sie einfach sowas wie einen Vlog bei ihrer Reise machen wollen. Das ist einfach sowas, sowas Modernes in der heutigen Zeit. Und dann mit diesem Horrorelement, das so total aus dem Realismus eigentlich rauslugt, aber dann doch innerhalb dieses, ich kann das schlecht beschreiben, innerhalb dieser Rolle dann doch stattfindet, das ist einfach total, ja. Also es ist wie wenn jetzt zum Beispiel in unserer echten Welt, sage ich jetzt mal, irgendwie sowas Surreales passieren würde. Es ist total einfach an den Haaren herbeigezogen, aber es macht einem total Angst, weil es so realistisch rüberkommt. Und das finde ich richtig, richtig geil. Und wie gesagt, es geht um ein Thema, was man so im Ding, also im Found-Footage-Genre noch nie gesehen hat. Also ich zumindest nicht. Und ich kenne eigentlich ziemlich, so ziemlich alle Vertreter dieser Art. Aber absolute Anschauempfehlung macht das. Ist richtig geil, wenn ihr den gesehen habt, schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Ich fand ihn Hammer. Dann habe ich noch als allerletzten in der Sparte The Conjuring. Das ist sogar nicht Found Footage, oder war der Found Footage? Den habe ich mir unter Horrorfilm irgendwie aufgeschrieben. Falsch in der Liste. Aber der Film ist auch gut, den habe ich letztens im Kino gesehen, aber die kennt ihr wahrscheinlich auch. Der kam ja letztes Jahr erst raus.
Richtig guter Film, gab es jetzt den Ableger quasi. Annabelle, den habe ich jetzt noch nicht gesehen, muss ich mal anschauen, habe aber jetzt nicht so wirklich Gutes bis jetzt davon gehört. Aber wie gesagt, ich gebe jedem Film eine Chance. Ich mache es eigentlich immer so, ich lege mir einen Film rein, gucke mir eine halbe Stunde davon an und wenn ich nach einer halben Stunde sage, jawohl, interessiert mich, wie es weitergeht, dann gucke ich ihn weiter. Wenn nicht, dann mache ich ihn einfach aus. So ist das. Aber ich gebe jedem Film eine faire Chance. Und nach einer halben Stunde müsste eigentlich jeder Film, der was kann, das auch dann schon gezeigt haben. So, dann geht's weiter mit einer anderen Sparte. Machen wir wieder ein bisschen was anderes. Und zwar mag ich sehr gerne auch ein paar ganz wenige, weil es gibt, finde ich, wenige Vertreter, die das irgendwie können, lustige Filme. Und da sind mir zwei ganz besonders hervorgestochen. Das eine ist Kill the Boss, wo es ja mittlerweile jetzt auch Kill the Boss 2 gibt. Den kam ja jetzt vor kurzem erst raus. Und der ist voll lustig. Also, für jeden, der den nicht gesehen hat, einfach mal angucken. Richtig, richtig witzige Komödie, wo man sich echt totlachen kann, finde ich. Und das zweite ist ein Film, der jetzt auch wieder weniger bekannt ist, aber auch, naja, gut, ich würde jetzt nicht sagen, eine absolut eingeschränkte Empfehlung, da der natürlich auch sehr viel, noch mehr als Shaun of the Dead schwarzen Humor enthält, wirklich. Und da muss man schon jemand sein, der diesen Humor A verträgt und B lustig findet, ansonsten hat das alles keinen Sinn. Also, wer so auf solche Filme steht mit schwarzem Humor, kann sich ihn gerne anschauen. Wer nicht, der lässt es lieber bleiben, weil er ist schon ziemlich makaber, sage ich jetzt, also ziemlich makaber. Noch gar keine Diamanten gefunden, gell? Eine ganze Strecke lang nicht. Na egal. Genau, und zwar geht es dann um den Film Adams Äpfel. Wenn ihr den schon gesehen habt, könnt ihr mir unten reinschreiben, wie ihr den fandet. Ich fand den richtig lustig irgendwie. Also, es ist ein sehr komischer Vertreterfilm, aber sowas Besonderes einfach für diejenigen, die dieses Genre mögen. Empfehlung für alle anderen, mit Vorsicht zu genießen. Wirklich, wirklich mit Vorsicht zu genießen. Guckt ihn euch lieber nicht an, wenn ihr schwarzen Humor nicht abkönnt. Genau. Ich sag heute wieder so oft, Ich habe übrigens gesehen, dass ich ja bei Found Footage auch einen Film vergessen habe. Und zwar, weil der eben nicht so im Horrorgenre ist, aber den habe ich mir noch aufgeschrieben gehabt. Und zwar der Film. Der ist so geil. Ich liebe den über alles. Und heute. Und nächstes Jahr kommt der zweite Teil. Und zwar, ich sag dauernd und zwar. Wieso sage ich dauernd und zwar? Ich muss mir das jetzt abgewöhnen. Jetzt muss ich ja noch einen und zwar Counter einbauen. Wenn man das Wort öfter hintereinander sagt, dann hört sich das irgendwie komisch an. Und zwar, und zwar, und zwar, und zwar. Macht das mal, das hört sich echt komisch an. Der Film Project X, der ist so geil. Aber den kennt ihr sicher alle, da brauche ich euch nichts sagen. Ich meine, wer kennt den nicht? Der ist einfach der Hammer. Also, wenn ihr den Film Project X nicht kennt und ihr seid über, ich glaube, 16 ist der Film, dann zieht euch diesen Film rein. Der ist einfach geil. Es ist ein Found-Footage-Film, aber es ist kein Horrorfilm. Es ist ein Film über Jugendliche, die versuchen, eine anfangs doch ziemlich kleine, schnuckelige Party zu machen. Und die Freunde von dem Typ, der Geburtstag hat, der diese Party eigentlich gibt, die sind halt nicht so ganz dicht in der Bühne, sag ich jetzt mal. Und die haben halt keinen Bock auf so winzige Mini-Partys. Ist ja voll langweilig. Und naja, am Ende ist die Party dann noch etwas viel größer, als die sich das alle gedacht haben. Aber der Soundtrack in diesem Film ist so bombastisch. Also wirklich. Das ist einer der wenigen Soundtracks, die ich mir dann auf meinen Computer auch runtergeladen habe, weil ich gesagt habe, die Musik muss ich einfach hören. Richtig geile Partymucke einfach. Oh, Redstone. Und die Handlung ist zwar teilweise schon ziemlich obskur und ich würde jetzt nicht sagen unrealistisch, weil unrealistisch ist es eigentlich nicht unbedingt, außer dieser eine komische Typ da, aber der, naja. Aber es ist einfach total geil gemacht. Man feiert einfach eine Party, wenn man diesen Film schaut. Man feiert selbst eine Party, das ist einfach geil. Ja, well. Dann kommen wir zum nächsten Genre, was ich total toll finde, was jetzt aber nicht wirklich alle Leute mögen, zumindest, also es mögen ziemlich wenige Leute sagen, was wie es ist, weil es doch einfach irgendwie ein besonderes Genre ist. Wo müssen wir denn lang? Wo sind wir denn? Ich habe den Ausgang verpasst. Wo ist der Ausgang? Ausgang? Oh oh. Hallo? Ausgang? Achso, Ausgang hier. Gott, ich stehe direkt davor und check's nicht voll. Doof in der Bühne. So. War ich denn nicht stehen geblieben? Jetzt bin ich total durcheinander gekommen. Ja, genau. Und zwar das Genre surrealistische Filme. Be bedeutet Filme, die einfach, die guckt man an. Und man schaut sich jede Szene an. Man denkt mit und alles. Und der Film läuft und keine Ahnung. Und wenn der Film zu Ende ist, denkt man sich so.
What the fuck? Was habe ich mir da gerade angeguckt? Ich check das voll nicht, was ich gerade gesehen habe. Und man kann über die Handlungen diskutieren und tun und machen, weil diese Filme einfach nicht wirklich von sich aus schon so Sinn und Verstand haben, sodass man so tausende Sachen einfach reininterpretieren kann. Und das finde ich so das Spannende. Man guckt nicht einen Film und dann ist es so, man schaut halt und es wird einem so vorgezeigt halt, was man so von dem Film zu denken oder zu halten hat oder so. Es geht so in eine bestimmte Richtung, sondern man guckt den Film und denkt so, boah, ey, Alter, was habe ich ja gerade gesehen? Ich habe keinen Plan, was ich ja gerade gesehen habe. Wieso baue ich mir eigentlich noch? Was wollte ich da machen? Wieso bin ich hochgekommen? Fackeln. Okay, Fackeln. Ja, wahrscheinlich die meisten von euch kennen das nicht, weil ich kenne so viele Leute, die sagen, boah, also die Filme, die sind total scheiße und die machen überhaupt keinen Sinn. Und wie gesagt, es ist so ein spezielles Genre. Muss man einfach mögen, wenn man es nicht mag. Also wenn man es mag, findet man es total geil. Wenn man es nicht mag, findet man es total scheiße einfach nur. Und verstehe ich auch. Muss ja nicht jedem gefallen. Und zwar schon wieder. Ein sehr, sehr guter Regisseur, den ich mag, der solche Filme produziert, ist David Lynch. Der hat zum Beispiel einen Film gemacht, der hieß Mulholland Drive. Damals habe ich noch im Kino gearbeitet und da war gerade dieser Film in der Sneak Preview. Und die Leute, die haben sich da alle reingesetzt und nach 2 Minuten Sneak Preview war der Saal bis auf 2, 3 Leute echt komplett leer. Die Leute sind schimpfend rausgekommen, was ist der für ein Scheiß und so. Weil du guckst dir den Film an und wirklich keine Szene, keine, gibt irgendeinen Sinn oder passt zu der Szene vorher. Also, und es gibt im Internet 5000 Foren, wo darüber spekuliert wird, was denn dieser Film nun bedeutet, wo der Sinn ist, was die Handlung ist und keine Ahnung. Also, du kommst einfach nicht drauf. Du hast keine Ahnung, was du da gesehen hast, wenn du es dir angeguckt hast. Total komisch irgendwie einfach nur. Findest keinen roten Faden, nichts. Also da ist eben zum Beispiel dieses Mulholland Drive oder dann auch noch Lost Highway. Das hat er auch noch gemacht. Er hat auch noch einen dritten Film gemacht, da habe ich jetzt aber den Titel gerade vergessen, habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Richtig guter Vertreter. Oder, was ich auch noch toll finde, so, naja, was heißt toll, aber das war so ein außergewöhnlicher Film. Ich habe mir auch nicht ganz zu Ende geguckt, weil, muss ich ehrlich sagen, ich habe es nicht durchgehalten. Der Film hat echt Überlänge und dafür, dass der so crazy ist, ich weiß nicht. Also ich glaube, den kann man sich sowieso nur dann reinziehen, wenn man irgendwie selber auf dem Trip ist, weil in dem Film geht es halt um Drogen. Und da gibt es irgendwie, also am Anfang ist so eine Szene, die geht dann eine Viertelstunde lang. Die ist eigentlich ein einziger Drogentrip. Also dieser Typ, der macht sich da so eine Pfeife an mit irgendwas drin. Ich glaube, weiß nicht, keine Ahnung. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, aber irgendwas zieht er sich halt rein und dann sieht er halt diese bunten Farben und hört diese Musik und du als Zuschauer siehst halt genau das Gleiche, was er halt auch sieht und kannst es so nachvollziehen, wie das dann vielleicht für denjenigen gerade ist. Und das ist schon irgendwie krass dargestellt, mega krass, als wärst du selber auf dem Trip, das ist schon, boah. Und dann gibt es da irgendwie dann später, also viel Sinn, ergibt der Film übrigens auch nicht von der Handlung her. Dann gibt es irgendwie später eine Szene, wo er und sein Kollege irgendwie die Treppe runterlaufen und das ging, also wirklich, die unterhalten sich dann, während die Treppe runterlaufen. Alleine diese Treppenszene, die glaube ich, ich weiß nicht, 20 Minuten, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ewig lang, wo du denkst, hallo, wie lang kann diese Treppe noch sein? Aber das ist einfach dadurch, dass die eben quasi unter Drogeneinfluss stehen, kommt das denen einfach vielleicht nur so vor, dass die Treppe so lang ist. Ich weiß nicht, wie das. Das ist schon, also, ein ziemlich kranker Film irgendwie. Und dann gibt es auch noch irgendwas mit einem Autounfall. Aber wie das Ganze letztendlich aufgelöst wird, also ich habe den Film nicht durchgehalten. Ich weiß nicht, ob das von euch schon mal jemand geschafft hat. Es ist ein besonderer Film. Ich muss mir auch irgendwann mal den Schluss anschauen, weil ich möchte schon wissen, ob der dann am Ende noch einen Sinn ergibt. Aber jetzt nicht so unbedingt so eine absolute Empfehlung. Also, wer sich für das Thema interessiert, also Drogen und so, kann ich vielleicht mal schauen, aber ja, ist einfach ein besonderer Film, ich mag besondere Filme. Genauso wie der nächste Vertreter in dieser Sparte, das ist auch so ein besonderer Film, wo es auch ums Thema Drogen geht, aber ein bisschen anders, ein bisschen so mit dem
erhobenen Zeigefinger quasi. Oder was heißt, ja, kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber in dem Film Requiem for a Dream geht es halt darum, da sind, glaube ich, vier verschiedene Leute, die Probleme haben mit vier verschiedenen Arten von Süchten einfach. Die eine, die guckt sich die ganze Zeit irgendwie immer nur Game-Shows an und ist total abhängig davon. Die andere irgendwie mit Essen oder so süchtig. Dann gibt es welche, die halt von Drogen abhängig sind und so. Und da wird halt dann aber wirklich so im Surrealismus einfach das so dargestellt, wie das so ist für die Leute, wie die diese Sucht auch erleben. Also, ich kann das ganz schlecht erklären, weil das kann man, glaube ich, gar nicht mit Worten erklären. Das muss man einfach anschauen. Das ist ein merkwürdiger Film. Und ja, jetzt auch nicht für die Jüngeren gedacht. Also, schon, da muss man schon, glaube ich, älter sein, um diese ganze Tragweite auch zu begreifen und die Schwere des Films auch zu verstehen. Aber so, wer sich dafür interessiert und auch so Filme mag, die ein bisschen verrückt sind einfach und auf den ersten Blick hin nicht viel Sinn ergeben, der kann sich das auch gerne mal anschauen. Requiem for a Dream. Krasse Bilder hat der Film übrigens, richtig krasse Bilder. Also wenn da die Frau zum Beispiel, die sitzt da dann vor dem Fernseher, das weiß ich noch ganz genau, und dann kriegt die halt so einen Fressanfall, weil die halt voll Hunger hat irgendwie und irgendwie essen und dann redet der Kühlschrank mit ihr und wird immer größer und größer und größer, kommt auf sie zu und es ist halt so, wie die Leute das in ihrer Sucht halt erleben, einfach irgendwie voll krass dargestellt, keine Ahnung. Aber halt, ja, man sieht dann auch, wo das Ganze endet. Also deswegen habe ich gesagt, mit erhobenem Zeigefinger ein bisschen, weil eine Sucht halt auch nie gut ausgehen kann. Das hat, ja, wenn man von irgendwas abhängig ist und davon nicht mehr loskommt, das ist halt meistens sehr schlecht für den Konsumenten, egal um was es geht. Sei es Drogen, sei es Essen oder sonst irgendwas, ist halt nie gut. So, aber dann geht's schon weiter mit dem. Nö, hab alles durch. Beschissene Filme habe ich schon da unten. Die zwei. Ne, wir haben alles durch. Oh, wir sind aber schon bei 25 Minuten. Eieieiei. Ja, aber das war so meine Übersicht der Filme, die ich sehr, sehr gerne schaue. Und wie gesagt, ich hätte es super, super gerne, wenn wir in den Kommentaren ein bisschen über Filme reden würden, wenn der ein oder andere Filmtipp vielleicht kommt, wenn der ein oder andere Kommentar kommt, ey, den Film, den du gesagt hast, habe ich mir angeguckt, ich finde den total gut, so wie du auch, oder ey, der war voll scheiße, warum hast du mir den empfohlen, der ist voll kacke. Ja, und meldet euch einfach, schreibt und redet mit mir, ich antworte auch. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal, bis dann, bye bye.